Herzlich willkommen zurück hier auf der Hauptbühne der Ausbildungsmesse Hamburger Osten. Wir haben jetzt einen Kurztalk und da habe ich jetzt eine Co-Moderatorin mit an Bord, und zwar Sarah Zurmühle. Sarah Zurmühle ist hier in der Stiftung Kulturpalast für die Veranstaltung mit zuständig und vor allen Dingen auch bei der Ausbildungsmesse so was von mit in der Projektleitung und hatte jetzt, glaube ich, auch gerade ganz schön viel zu tun. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Herzlich willkommen, Frau Zurmühle. Es geht jetzt um den Kulturpalast, glaube ich, ne? Genau, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, weil ich glaube, es ist sehr interessant auch zu wissen, was der Kulturpalast überhaupt ist und was für Projekte der Kulturpalast anbietet. Und das wollte ich dich mal fragen. Okay, achso, das war schon die Frage, ja. Ne? Geht schon los. Du sollst einfach mal erzählen. Ja, also der Kulturpalast selber ist ja aus der Ironie eigentlich entstanden. Vor über 40 Jahren ging es los, hier um die Ecke in einem ganz kleinen Laden, ohne Heizung und erstmal ohne heißes Wasser. Und das Ganze wurde damals ironischerweise Kulturpalast genannt, weil es gab hier für die ganze Regierung keine Kultureinrichtung, gar nichts. Also da war einfach überhaupt nichts. Und kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, kann man sich nicht vorstellen. Ne? Und da hat die Initiative auch mit der Mitbegründerin, mit Dörte Inselmann, die haben dann den Kulturpalast gegründet. Erstmal ironischerweise mit der Krönungsfeier. Dann nach sehr vielen Jahren kam dann hier das alte Wasserwerksgebäude als Kulturzentrum wirklich dann in Frage, wurde dann ausgebaut. Und hier wurde dann, ich glaube, 93 ist man dann hier eingezogen. Und dann hat sich das über die Jahre entwickelt. Es gab hier sehr viele, Billstedt war immer schon sehr, sehr vielfältig, sowohl von Grün über Plattenbauten, von Einfamilienhäuser bis zu alles. Und so hat sich das auch in den Kulturen wieder gespiegelt. Es war hier einfach immer schon sehr bunt gemischt. Und hier war sozusagen der Ort als Stadtteilkulturzentrum, was für kulturelle Gruppen zur Verfügung stand und heute noch immer steht und umso mehr noch sogar. Wir haben verschiedenste Veranstaltungen vom Kindertheater über Kabarett, Comedy. Wir haben jetzt gehe ich sozusagen chronologisch einmal zu heute einfach rüber. Wir haben jetzt diesen Erweiterungsbau. Wir haben sehr viele verschiedene Säulen. Wir sind zum einen natürlich Stadtteilkulturzentrum für die ganze Region hier, Billstedt-Horn, Mömmelmannsberg und für den Hamburger Osten. Wir haben ein ganz breites Angebot. Wir haben hier über 40 kulturelle Gruppen, die sich hier treffen. Normalerweise, ich spreche jetzt immer ohne Covid-19, das reicht dann von vietnamesischem Drachentanz über afghanische Autoren. Wir haben Line-Dancer hier, wir haben aber auch Seniorengruppe von um der Ecke hier. Wir haben orientalischen Bauchtanz, türkische Chöre. Also sozusagen eigentlich alle Kulturen, die es sozusagen hier in der Region gibt, treffen sich hier, die proben normalerweise, wenn nicht Covid ist, hier. Und das ist ein Punkt. Dann haben wir natürlich Veranstaltungen, sehr viel, gerade im Kinderbereich sehr viel, aber auch im Erwachsenenbereich. Wir haben den Musikclub Bambi Galore. Der Musikclub wurde 2004 aufgemacht, damals eigentlich als Bühne für die Region hier, weil es das hier nicht gab. Und heute hat sich das Bambi zu einem Heavy Metal Schwerpunkt entwickelt. Wir sind nach Wacken die Nummer 2, glaube ich, was Heavy Metal in Norddeutschland angeht. Zum anderen war es aber auch die Geburtsstunde der Hip-Hop Academy. Jetzt kommen wir zur Hip-Hop Academy. Die ist 2007 gestartet und hat in vier verschiedenen Levels, fünf verschiedenen Levels, ist in ganz Hamburg unterwegs, an Schulen, an Häuser der Jugend, wo wir ein richtiges Ausbildungsprogramm und auch nachhaltig in allen Sparten des Hip-Hop, vom Rap über Breakdance, über New Style bis hin zum Vocal, eigentlich alles dabei haben. Dann haben wir das, genau, es ist immer so ausufernd, ne, wenn man fragt, was ist der Kulturpalast? Ja, das stimmt. Aber wir haben dann noch die Klangsträuche, das ist die musikalische Frühförderung für die ganz Kleinen ab sechs Wochen, weil wir auch viel mit den Kitas zusammenarbeiten. Und da wurde uns oft gesagt, dass viele Kinder kommen in den Kindergarten, können weder die deutsche Sprache noch die Sprache der Eltern richtig. Dafür ist Musik natürlich ein super Schlüssel. Und da sind dann die Klangsträuche entstanden. Wir haben vier verschiedene Figuren. Jedes Kind bekommt sofort eine Clubkarte, ein T-Shirt, gehört gleich mit dazu. Wir bilden die Erzieher hier aus im Haus nach bestimmten Methoden, haben dazu dann aber auch noch ein Veranstaltungsprogramm und Kongresse, die wir veranstalten. Einmal im Jahr das Gipfeltreffen der Klangsträuche in der Leisthalle und
Dann haben wir das Projekt Bildstedt United, wo wir die verschiedenen Kulturen hier in der Region sichtbar machten und eine Revue der Kulturen installiert haben. Dann die Bellevue, das hier die Ausbildungsmesse läuft ja im Rahmen der Bellevue, ist auch damals entstanden bei einem Stadtfestival vor 17 Jahren und wir machen sozusagen dann, sind Ausführer dann immer auch des großen Stadtfestivals, wo sich sozusagen ganz Bildstedt auf die Bühne stellt, wo man sieht, was eigentlich Bildstedt alles zu bieten hat und noch vieles mehr. Und wir haben eine Musikkita hier im Haus, wir haben das Restaurant Palastküche. Also man sieht, wir haben wahnsinnig viele verschiedene Zweige natürlich bei uns im Haus. So viel und unterschiedlich sind auch unsere Professionen. Wir haben vom BWLer über den Kommunikationswirt, über promovierte Musikwissenschaftler, Erzieher, Veranstaltungstechniker, Köche, Service, Fachkräfte, sozusagen die ganze Bandbreite, die man sozusagen auch braucht dafür. Und ja, ich glaube, man merkt, wir sind da immer sehr entwicklungsfreudig, jetzt durch Covid-19 natürlich auch ein bisschen gebremst. Für uns ist es auch super schwierig, weil alleine unsere Finanzierung besteht nur aus 25% normalerweise von der Stadt und 75% müssen wir selber erwirtschaften. Deshalb sind wir natürlich auch überall unterwegs. Und wichtig ist für uns auch immer diese lokale, globale Verbindung, dass wir zum einen sind wir Zentrum für hier, für Bildstedt, da sind unsere Wurzeln, das ist auch unser Standort mit, aber uns ist wichtig, das immer auch international zu verbinden. Jede Kultur ist international, die macht vor Stadtgrenzen keinen Halt. Das stimmt. Und so vielfältig wie der Kulturpalast sind ja auch die Ausbildungsberufe. Wir stellen uns ja auch selber bei der Ausbildungsmesse vor, genau. Und haben zig Ausbildungsberufe, nein, 5 sind, glaube ich, gerade am vorgestellt. Wir sind, glaube ich, gerade 5. Wir haben dadurch, dass wir so vielfältig aufgestellt sind, haben wir zum einen natürlich Veranstaltungskaufleute in den verschiedenen Abteilungen mit. Wir haben Veranstaltungstechniker. Im Restaurant haben wir die Ausbildungsberufe Koch natürlich und Restaurantfachkraft. Dann in der Kita Erzieher. Dann zurzeit ist jetzt gerade besetzt, aber wir bilden auch Mediendesign aus. Und wir haben auch immer wieder FSJler, FSJ-Kultur hier im Haus. Da spreche ich nachher auch noch mit einem FSJler dazu, was das denn genau ist, wenn man nach der Schule vielleicht auch noch mal was anderes machen möchte. Und genau, also das sind die Ausbildungsberufe und unsere Azubi sind, glaube ich, gerade voll dabei. Und man muss dazu wissen, dass diese Ausbildungsmesse auch von den Azubis vor allen Dingen mit organisiert wird. Ohne die würde die Ausbildungsmesse, glaube ich, in dieser Form auch nicht funktionieren. Das stimmt. Die sind jetzt auch schon fleißig dabei, die Ausbildungsberufe vorzustellen. Wir haben natürlich auch die Azubis sollen den zukünftigen Azubis erzählen, wie der Beruf abläuft, was da so die wichtigsten Aufgaben auch so sind und den müssen schmackhaft machen. Und du meintest ja vorhin, dass die Ausbildungsmesse in der Bellevue entsprungen ist. Warum Ausbildungsmesse? Warum habt ihr die Ausbildungsmesse entstehen lassen? Na, wir sind ja eigentlich klassisch für die Kultur zuständig, ne? Oder alles rund um das Thema Kultur. Aber die Ausbildungsmesse, das war einfach ein Schwerpunkt, der sich herausgebildet hat, weil in dieser Bellevue gibt es Gesellschafter im Hintergrund und es gab auch verschiedenste Workshops und Vorbereitungskreise, wo natürlich viele soziale Einrichtungen und viele verschiedene Partner hier auch mit an Bord sind und da wurde immer lauter dieser Ruf auch, wie ist es denn bei den Unternehmen? Wir haben hier wahnsinnig viel. Bill Brok ist hier nebendran. Da, ich weiß nicht, wie viele Betriebe da sind. Und wir hören dann auch immer mehr von den Schulen, dass es schwierig ist. Es gab auch Zeiten, wo es wirklich schwierig war, wo Schüler keine Ausbildung gefunden haben. Und wir finden es wichtig, einfach diese Ausbildungsmesse als Angebot hier immer stattfinden zu lassen. Und das ist wie ein kleiner Baustein, der auch wichtig ist für Bildstedt, für den Hamburger Osten insgesamt, das einfach anzubieten, dass Schüler die Möglichkeit haben, mit Berufen in Berührung zu kommen, sei es von der Sparkasse über den Maurer beim Bauunternehmen Wulff bis hin zur Pflegefachkraft oder zum Veranstaltungskaufmann. Und diese Ausbildungsmesse ist natürlich immer nur möglich, wenn wir da auch Unterstützer haben. Wir haben zum einen den Arbeitskreis, aber natürlich auch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, kurz Sozialbehörde oder BASFI genannt, die uns da immer sehr fleißig und die das ja auch mit unterstützt, dass wir das in diesem Rahmen überhaupt stattfinden lassen können.
Ja, und das jetzt schon 17 Jahre lang. Das ist schon ganz schön der Wahnsinn. Das ist schon eine ganze Weile, ja. Ich sehe gerade, wir kriegen hier schon irgendwelche Zeichen, dass wir, glaube ich, schon wieder am Ende sind. Okay, dann will ich auch gar nicht mehr fragen und verabschiede mich wieder. Ja, vielen Dank, Sarah Zurmühle. Vielen Dank für den Kurztalk und schnell kurz mal den Wechsel von unseren Rollen. Und bei uns geht es jetzt hier gleich weiter mit Beatbox. Das ist das Schlagzeug mit dem Mund und mehr dazu gleich.